Nächster Redner ist der Kollege Lucis für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nach Irland nimmt nun auch Portugal die Hilfen des Euroschirms in Anspruch. Und lassen Sie mich gleich zu Beginn deutlich sagen, es liegt im europäischen und im deutschen Interesse, einen unkontrollierten Zahlungsausfall Portugals zu verhindern, denn die Auswirkungen auf die Finanzstabilität der gesamten Eurozone wären sonst nicht absehbar. Deswegen ist es richtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Herr Steinmeier, Sie haben eben von Verantwortung gesprochen, von Solidarität. Nur als es darauf ankam, beim Rettungsschirm, bei der Griechenland-Frage, da haben Sie und die SPD wegen innenpolitischen Erwägungen, die Sie bei der Regierung kritisieren, wegen der NRW-Wahl sich enthalten. Deswegen müsste die SPD hier mal ganz zurückhaltend sein bei diesem Thema. Die harten Bedingungen des Rettungsschirms erfüllen ihre Funktion. Es gibt eben keine Anreize, die Staatsverschuldung weiter hochzutreiben. Der Rettungsschirm ist tatsächlich Ultima Ratio. Deswegen hat Portugal sich lange gesträubt dagegen, unter den Schirm zu gehen. Das zeigt, dass diese Konstruktion richtig ist. Sie ist eben kein Selbstbedienungsladen. Der Rettungsschirm ist vielmehr ein Rettungsnetz. Und die Reißfestigkeit dieses Netzes wird von dem Land selbst bestimmt. Die europäischen Staaten spannen ein solches Netz. Die Stärke der Seile wird von dem Land bestimmt. Ohne genügend eigene Anstrengungen, Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung reißt dieses Netz. Und deswegen ist es gut und richtig, und das ist auch Teil der Politik der Bundesregierung, dass es Hilfen auch im Fall von Portugal nur mit einem ehrgeizigen Anpassungsprogramm gibt, damit Portugal wieder am Schluss auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist im deutschen Interesse, das ist im europäischen Interesse, und deswegen müssen wir hier auch helfen. Portugal wird mit dem Hilfspaket von insgesamt 78 Milliarden Euro 2 Jahre lang unabhängig sein von den Finanzmärkten, also Zeit, um sich wieder refinanzieren zu können, den Haushalt zu konsolidieren und die notwendigen Strukturreformen anzugehen. Das ist das Hauptproblem Portugals, die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings ist es nur bedingt vergleichbar mit Griechenland, mit Irland, denn Portugal hat ein funktionierendes Staatswesen und eine industrielle Basis, auf der man aufbauen kann. Es kommt jetzt darauf an, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Deswegen liegt der Schwerpunkt in dem Anpassungsprogramm auch auf den Strukturreformen. Die Bedingungen des Hilfspakets und die europäische Kontrolle machen dies möglich. Das Hilfspaket ist kein Selbstzweck, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Und die 3 Kernelemente sind Haushaltskonsolidierung, eine Strategie für den Finanzsektor, Bankenreform, Rekapitalisierung in Portugal und das Wichtigste, tief eingreifende und sofort einsetzende Strukturreform im Arbeitsmarkt, Justizsystem, Infrastruktur und auch im Dienstleistungsbereich. Die Auflagen der internationalen Gemeinschaft sind streng. Portugal verpflichtet sich bis 2013, 10% Einsparungen in Höhe von 10% des BIP durchzuführen. Bis 2013 soll das Maastricht-Kriterium wieder eingehalten werden. Das garantiert die regelmäßige neutrale Überprüfung durch IWF, EZB und Kommission vor der Auszahlung weiterer Tranchen. Ich glaube, in der deutschen Öffentlichkeit gibt es zu wenig Verständnis dafür, was das wirklich heißt. Politisch heißt das für Portugal die Aufgabe eines großen Teils politischer Souveränität. Das sind große und schmerzhafte Einschnitte, die zugemutet werden. Und das Programm der neuen Regierung, wir werden jetzt ja Wahlen in Portugal haben, wird schon vor dem Koalitionsvertrag festgeschrieben, zu einem großen Teil durch die Bedingungen des Hilfspakets. Aber klar, für uns muss auch sein, nur wenn diese Reformen auch wirklich umgesetzt werden, die Versprechungen in Portugal eingelöst werden, nur dann kann und darf auch wirklich gezahlt werden. Das Programm ist ambitioniert. Es werden Löhne eingefroren im öffentlichen Dienst in Portugal. Die Renten werden gekürzt, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes gesenkt, Überstundengeld gedeckelt, Zahl der Rathäuser und Gemeindeverwaltung wird verringert, Privatisierungen stehen an im Bereich Energie, Post, Telekommunikation. Bei der Steuern werden auch, liebe Kollegen der Linkspartei, weil Sie das einwerfen, werden auch Steuern erhöht.
um die finanzielle Basis zu stärken. Der Finanzsektor wird auch reguliert. Deswegen nochmal, was das Rettungsnetz angeht. Die Portugiesen haben es selbst in der Hand, ob dieses Netz hält oder nicht. Die Leistungen auf jeden Fall, das, was Portugal sich vornimmt, ist sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig. Davor sollten auch wir, glaube ich, einen hohen Respekt hier im Deutschen Bundestag haben. Jetzt kommt es darauf an, dass sich auch die Oppositionsparteien in Portugal an das halten, was angekündigt wurde. Die haben das in einem Brief zugestimmt. Das ist richtig und notwendig. Meine Damen und Herren, die EU ist handlungsfähig. Geeignete Instrumente für den Umgang mit Schuldenstaaten wurden gefunden. Aber klar muss sein, Euro-Rettungsschirm und ESM können nur Notfallmaßnahmen sein. Es ist umso wichtiger, die Weichen für die Hilfen zu stellen und dafür zu sorgen, dass es keine Dauerhilfen gibt. Deswegen brauchen wir Stabilitätskultur in Europa, marktwirtschaftliche Entwicklung der Euro-Länder und vor allem müssen Verstöße wirksam sanktioniert werden. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger bei den Verhandlungen in Brüssel, die jetzt anstehen, dass wir gerade beim Economic Governance-Paket dafür sorgen, dass wir nicht nur die Ursache neuer Krisen bekämpfen und nicht nur an den Symptomen herumdockern. Deswegen muss der Stabilitäts- und Wachstumspakt so geschärft werden, dass die Mitgliedstaaten ihre Haushalte in Ordnung bringen. Sanktionen bei Verstößen müssen früher verhangen werden, automatisch erfolgen, damit sie auch endlich einmal angewendet werden. Das ist nämlich das Problem, das wir in Europa haben. Zu einer wirksamen Konsolidierung gehören auch die Aufnahme von Schuldenbremse in das nationale Recht der Mitgliedstaaten, die Integration des Euro-Plus-Paktes in die Rechtstexte, ein Europarahmen für die Finanzinstitute, die keine Grenzen kennen, straffere Bankenregulierung, Regeln für staatliche Insolvenz und vor allem, und das wird der Hauptknackpunkt der Verhandlungen in Brüssel, die private Gläubigerbeteiligung im ESM. Und sowohl beim ESM als auch bei möglichen weiteren Hilfen von Griechenland ist es wichtig, dass wir dies in Brüssel verankern. Wir wissen, wie schwierig es ist, weil sowohl EZB als auch die Mehrzahl der europäischen Mitgliedstaaten hier große Bedenken haben. Deswegen ist es ein umso größerer Erfolg der Bundesregierung, dass wir dies durchgesetzt haben, dass es mit dem ESM auch über die KAX private Gläubigerbeteiligung geben wird. Das ist ein Erfolg dieser Bundesregierung. Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Parlamentsbeteiligung. Diese muss gestärkt werden. Das haben wir auch im Falle Portugals gesehen. Die FDP-Bundestagsfraktion ist der Meinung, dass wir durchaus noch proaktiver das Parlament informieren können. Und es wird besonders wichtig sein, auch im zukünftigen ESM, dass es einen Parlamentsvorbehalt gibt für die Auslösung von Hilfszusagen, die Änderung der Instrumente oder der Ausleihkapazität. Ohne diesen wird es, glaube ich, schwierig sein, einem ESM zuzustimmen. Und ich glaube und ich bin auch der festen Überzeugung, die Parlamentsbeteiligung schwächt die Regierung nicht, im Gegenteil. Sie stärkt die Regierung bei Verhandlungen auf europäischer Ebene in Brüssel. Das ist nicht nur im Interesse des Parlaments, sondern auch im Interesse der Bundesregierung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus